Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space 3. In der letzten Folge haben wir Ellie gefunden und ihren Freund, das Riesenarschloch. Okay. Nee, freundlich ist der Mann echt nicht. Eifersucht okay, aber irgendwie sollte er einsehen, dass ohne Isaac hier nicht viel läuft. Hey, warte auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Und wir frieren. Beeilen Sie sich bloß. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Mal op hier. So, wir wollen ein Experiment reproduzieren. Bewegung, los! Autsch! Zum Henker haben wir nichts Männer uns gefunden. Komm, komm schon, lauf! Early! Geh schon! Wir treffen uns am Lager! Mal wieder ein paar normale Gegner. Die holen wir uns. Seid nicht gerade die besten Schützenfreunde. Okay, wir können mal wieder. Dass man die auch kaputt treten muss, ist so ein bisschen. Makaber? Ja, das ist, glaube ich, das falsche Wort. Na komm schon, hier können wir doch den Sucherbot mal rauslassen. Ressourcensammler online, Sir. Meine Sensoren registrieren haufenweise Ressourcen in der Nähe. Ungeheurer Reichtum liegt vor mir. Vor uns. Natürlich. Also eigentlich vor Ihnen. Hey, den kannte ich noch nicht. Der Spruch war gut. Okay. Also man kann nicht zwei gleichen loslassen. Musik wird kritisch. Woher kamen die? Sie müssen uns hierher gefolgt sein. Das ist unmöglich. Nicht durch den Shockspace. Ach ja, ist aber so. Ellie, schaffst du es bis zum Lager? Oh Gott, da kommen sie. Ellie! Ich hab da so meine Vermutungen. Wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr dran, was hier storymäßig noch so alles hinter ist. Aber ich hab da so meine Vermutungen. Achso, falsche Taste. Na, jetzt hab ich die da hinten raus. Colin, schaff deine Leute her, jetzt hier lang! Was? Jungs, seid mal ein bisschen netter zu mir. Ich bin Isaac Clarke, die einzige Hoffnung der Menschheit. Gut, ich meine, ihr wollt euch ja verwandeln, aber ich hab da jetzt nicht so die Lust drauf. Zeig uns! Passen Sie auf! Zurück! Wo denn? Wo seid ihr? Ha. Da wird irgendwo geballert. Alter, schießt du mit einer Granate auf mich? Achso, und jetzt wird er noch von hinten schön angegangen. Wunderbar. Soll mir nur recht sein. Hast du nicht genug Probleme hinter dir? So, heilen wir uns mal. Hier haben wir noch einen Halbleiter. Die treten wir nochmal drauf, aber da war schon alles raus, glaube ich. Immer schön nachladen.
Darfst du auch mal wieder aufstehen? Oh, Granate oder was? Jo. So, bei denen hilft es, auf den Kopf zu schießen. Zielverhalten erneut anpassen. Oh, da hat sich die Musik einmal verschluckt. So, man nimmt, was man kriegen kann. Das ist so schön, ne? Dich hat's erledigt, hoffe ich. Gut, da sollen wir rein, nehme ich an. Ellie, geht es allen gut? Ja, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Wir sind alles andere als in Sicherheit. Die sind hinter Isaac her und wir sind ins Kreuzfeuer geraten. Da, das Lager. Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Sie sind diesen ganzen Ärger nicht wert, Clara. Ist dem nicht klar, was hier eigentlich los ist? Gerichtetes Schwebefeld. Oh, schön, was Neues. Können wir an der Bank einmal abliefern hier. Und wahrscheinlich verlassen wir gleich die Bank und dann kommt der Suchbord an. So. Jetzt haben wir einen... Nein, Moment, das wollte ich nicht. Ich wollte dahin. Finde ich nicht so prickelnd. Nur noch kleine Medikits. Halten wir mal so, wie es ist. So. An die Anzugstation brauchen wir noch nach wie vor mal wieder nicht. Nächster Bereich. Tja. Kümmert ihr euch mal um die Viecher. Ich halte mich da mal ein bisschen zurück. Ah, schön. Spart mir Munition, wenn die Viecher kaputt machen. So. Oh, hi, Kollege. Die Musik macht mir hier Stress, wo gar keiner ist. Finde ich immer wieder schön. Munition kann ich gut gebrauchen. Medikits kann ich momentan tatsächlich auch mal wieder gebrauchen. Aber eher mittlere als kleine, denn kleine habe ich genug. Ah, nochmal ein bisschen Gel. Ich soll da lang. Und ich habe die Vermutung, dass ich hier vorne noch was finde. Mindestens eben die Option, den zweiten Suchrobot auszulösen. Ressourcensammler online. Ach ja, ein weiterer Tag, an dem ich durch den Dreck krieche. Für Sie. Es würde mich doch wundern, wenn hier nicht noch irgendwas ist. Aber das wäre ja nicht das erste Mal, dass ich mich wunder darüber, dass dann hier doch nichts ist. Tja. Dann kann unser kleiner Suchbot halt einfach nur ein bisschen was an Material ranholen. Ich werde mal hier drüben nachsehen. Mit etwas Glück sind hier mehr Ressourcen. Weniger Leichen. Ah, ich glaube nicht. Der Tunnel! Er ist im Tunnel! Ich hab ihn! Ich frag dich nochmal, wer hat wen? Okay, jetzt sind wir momentan wieder in so einem klassischen Shooter. Aber tatsächlich müssen wir ja festhalten, dass Dead Space 3... Ich höre Geräusche. Ohnehin mehr klassischer Shooter als Horror-Shooter ist. Denn von den ursprünglichen beiden Teilen hat der hier nicht mehr viel. Was war das? Ein Artefakt. Ja, dann zeig mal her. Persönliches Log, Private Edmund Varley. Wo wir auch graben, finden wir ihre gefrorenen Kadaver, eingeschlossen von Eis. Dr. Serrano sagt zwar, sie seien seit 2 Millionen Jahren tot, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ein Teil von ihnen noch lebt. Ihre Augen, wenn sie überhaupt welche hatten, sind längst verrottet, doch kommt mir ihr Blick bohrend vor, anklagend, wütend, verzerrt.
Und um sie herum sind immer die Marker. Uralte Monolithen einer uralten Rasse. An manchen Abenden, wenn alle anderen die Grabungsstelle schon verlassen haben, höre ich ihre eisigen Stimmen wie ein Flüstern im Wind. Schalt sie ab! Schalt sie ab! Heißt die Necromorphs leiden. Sie wollen befreit werden. Schalte die Marker ab, mein Freund. Wie? Upp. Das war nicht nett. Das war nicht nett. Ist der plötzlich hinter mir? Warum ist der plötzlich hinter mir? Das war gar nicht nett. Mann. Und wen willst du eigentlich reinlegen? Nimm die Kralle mal raus da. Jetzt echt? Er will mich doch jetzt ärgern, oder? Ich krieg die Kralle nicht mit hier rausgenommen? Tatsache. Jetzt habe ich mich sogar mit der Kralle blockiert, oder wie? Ah. Okay. Der Marker hat für euch alle einen Plan. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr alle wiedergeboren. Aber damit das passiert, muss Isaac Clark sterben. Die Zukunft eurer Religion, unserer Rasse, hängt davon ab. Haltet ihn um jeden Preis auf. Altman, sei gepriesen. Religiöse Fanatiker. Oh, Hammonds schwerer Rahmen. Das könnte was Interessantes sein. Ne, ich habe momentan keinen Suchbot. Das Gepringel bringt mir nichts. Ich habe keinen Suchbot übrig. Was? Nee, ich bleib hier drin. Nicht mit mir. Danke. Okay, ich kann Granaten zurückwerfen mit meiner Chinese. Wer hätte das gedacht? Die Idee hatte ich gerade selber, ich habe sie nur nicht erwischt. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich bin Isaac Clark, ein Ingenieur. Ich habe zwar schon viel Scheiße durchgemacht, aber ich bin einfach nur ein Ingenieur und nicht sonderlich bewandert mit Schusswaffen. Mit einem Plasma-Cutter kann ich umgehen. Mit Schusswaffen erst seit kurzem. Und trotzdem sind hier diese Militärfuzzis, die von den Unitologen hier hingeschickt wurden, oder suchen wir das zurück? Aber mit Sicherheit eine ausgebildete Armee darstellen. Und die haben keine Chance, mich zu töten. Ich meine, die haben es jetzt gerade nicht mal geschafft, mich zu verwunden. Also. Na! Wir brauchen Verstärkung! Was zur Hölle ist das? Oh, schön! Einmal Kopf austauscht. Die sind neu. Oh, die sind klüger. Okay. Auch dies. Okay, bei dem muss man dann doch wieder auf den Kopf schießen. Damit man verhindert, dass sie sich an weiteren Leichen gütlich tun. Alles klar. Immer mal wieder was Neues. Gegnertypen, die wir so noch nicht hatten. Das ist groß. Das ist sogar größer als die Hive-Mutter aus dem ersten Teil. Das ist krass. Aber es scheint tot zu sein.
Wobei das ja im Dead Space-Universum immer sehr relativ ist. Was willst du jetzt von mir, Mann? Sehr gut, da, bekämpft euch gegenseitig. Ich höre noch etwas mehr. Wow. Da. Ja, ich soll da lang. Da ist dann auch wahrscheinlich eine Bank. Aber ich möchte mich dann doch erstmal hier umgucken. Da brauche ich eine Schlüsselkarte für. Okay. Muss ich also definitiv später hin. Jetzt müssen wir erstmal wieder hacken. Den Satz verstehe ich noch nicht so ganz. Das soll wahrscheinlich eine Anspielung sein auf den Herrn der Schildkröten. Aber nun gut. Ah, was soll denn das jetzt hier, Kollege? Moment, dich schmeiße ich erstmal hier vorne runter. Bevor du mir auch nochmal aufstehst. Ja, ist klar. Hoch. Mann, das war jetzt eng. So. Mach mal auf hier. Oh, oh. Ich habe all Ihre Sachen diesem anderen Typen in Schildkrötenanzug gegeben. Du wiederholst dich. Was haben wir hier? Telemetriebolzen. Nach allem, was ich heute gesehen habe, sind Sie vielleicht sicherer, wenn Sie zusammen mit mir in diese Bank kriegen, Sir. Diese Bank ist nicht in Betrieb. Muss man einmal Strom drauf geben. Jetzt ist auch die Bank mit. So, was haben wir da? Telefonplattform online. Achtung an alle. Behinderung registriert. Bitte beseitigen, um mit der Bohrung fortzufahren. Aha, und beide Sucherbots sind zurückgekehrt. Das ist gut, denn dann haben wir jetzt genug Ressourcenpunkte, dass wir einmal uns das Ultra-Waffen-Ressourcen-Pack kaufen können. Und zwar mit Rationspunkten. Wow, ist doch schön. Inhalte des Packs werden analysiert. 120 Wolfram, 400 Halbleiter, 1000 Altmetall, 200 somatisches Gel, 100 Energiewandler und MK5, Drehmanschettenmodul und gerichtetes Schwebefeld. Bestätige. Sehr gut. Jetzt haben wir nur noch eine. Dann, einmal hier das neue wegkriegen. Da haben wir hier ganz viel Schrott, den wir nicht brauchen, den wir aber auch... Ah, doch, den können wir verkaufen. Also die ganzen Sachen mit minus 1 Schaden... Und minus 1 Clip, die möchte ich dann doch nicht mehr haben. Dankeschön. Dankeschön. Und die ganzen Mist. Standard. Ein. Dann nehmen wir die Feuerrate raus. Also die ganzen einfachen Platinen möchte ich dann auch nicht benutzen. Plus 1 Nachladen, plus 1 Feuerrate. So, die Nachladenplatine können wir hier verkaufen. Wieder mit T und E und T und E und T und E. Die halten wir mal fest. Dann gehen wir mal hier rein. Nach der Feuerrate einfach kann weg.
Und dann gehen wir nochmal hier rein. So, minus 1 Schaden können wir nicht hier brauchen. Und minus 1 Nachladen, da habe ich jetzt auch nicht so den Bock drauf. Wir können eine neue herstellen. Plus 1 Schaden, plus 1 Clip, das ist auch interessant. Aber dann haben wir jetzt das... Was ist denn hier jetzt noch? Ah ja, eine Feuerraterplatine könnten wir herstellen. Und dann können wir hier da auch eine neue Nachladenplatine, die ist auch uninteressant. Und dann können wir auch eine neue herstellen. So, absolut uninteressant. So, dann würde ich aber mal ganz gerne mal anschauen, was wir denn an Waffe herstellen können. Wenn wir jetzt mal Hammonds schweren Rahmen verwenden. Schwerer Rahmen für obere Tools mit eingebauten Upgrades. Obere Platinen 3, untere Platinen nicht verfügbar. Benutzen wir mal. Dann können wir Knäuerung bei einer Überwachungsladung. Seismisches Tool, das explosive Kanister abfeuert. Gerät zum Legen vom Brennen, das vom komprimierten Gas angetrieben wird. Telemetriebolzen. Bolzen aus einer gehärteten Legierung abfeuern. Und wir können hier oben noch ein neues Tool herstellen, nämlich einen Ripcore. Den will ich aber gar nicht machen. Tesla-Kern, elektrischen Schweiß mit Schlagstrom. Ja, da können wir eigentlich jetzt nicht wirklich was Gutes draus bauen. Ich kann ja mal schauen, wenn ich hier mal was mit Telemetriemolzen mache. Nein, warte mal. Moment, zurück. Standardspitze, da können wir nämlich jetzt an den Repetierer. Produziert ein halbautomatisches Sperrgewehr zum Aufspießen. Die konische Streuung, eine Schrotflinte und eine Maschinenkanone, die spitze Bolzen abfeuert. Reichweite Mittelpräzision hoch. Aber das ist alles ein bisschen. Okay, nee, dann möchte ich das Ding. Erweiterung, elektrische Aufladung. Setzt Projektile unter Strom, um geringen voltaischen Schaden zuzufügen. Medizinische Hilfe. Vom Spieler verbrauchte Erste-Hilfe-Pakete heilen auch den Partner. Stase-Hilfe. Vom Spieler verbrauchte Stase-Packs laden auch die des Partners wieder auf. Eine neue können wir herstellen mit einem Schadensboost. Explosionsverstärker, Sicherheitsschutz, Säurebad. Säurebad? Überzieht Projektile mit einer Säureschicht, die nach und nach Schaden zufügt. Ist relativ uninteressant. Nach und nach Schaden bringt uns meistens nicht viel. So, das Ding können wir gleich direkt wieder auseinandernehmen. Das war mal ein Satz mit X. Der war wohl nix. So, Moment, gehen wir zurück hier. Einmal in Safe und die Waffe. Nein, Moment, zurück. Die Waffe möchten wir demontieren. Jo. Aber ich kann mal schauen, ob ich meine Waffe modifizieren kann. Wir haben nämlich jetzt hier. Das untere Tool, den oberen Tool, also oberen wollen wir den Militärantrieb weiter behalten. Können aber auch Überwachungsladung, Bolzen, also den Militärantrieb oben behalten wir und gehen dann aber mal, können Erweiterung auswählen. Zielfernrohr, medizinische Hilfe für den Partner und Stasehilfe für den Partner. In die Erweiterung können wir einen Schadensboost setzen. Wäre nicht verkehrt. Eine Munitionshilfe, gehört die Clipgröße. Der Radius von Explosionen erhöhen bringt uns nicht, dass wir Flächenschaden durch Sprengwaffen zufügen. Das ist auch egal. Das Heilen ist egal. Stase-Verstärker, größere Zielfernrohr mit vollem Zoom. Das brauche ich aber eigentlich nicht. Munitionssammler, sammelt automatisch Munition ein. Das wäre gar nicht verkehrt. Da muss man nicht selber machen. Genau, das ist eigentlich vollkommen nutzlos. Dann können wir lieber den Schadensboost hier nehmen. Herstellen und ausrüsten. Dann gehen wir auf die obere Spitze und gucken mal, was wir hier haben. Produziert das Marodeur Impulsgewehr. Wir fangen ganz oben an. Repetierer ist ein vollautomatisches Schiss. Das zieht den Schaden ganz schön runter. Scharfschützenspitze ist... absolut uninteressant. Konische Streuung, gerichtetes Schwebefeld, Maschinenpistole mit Salvenfeuer. Nee, danke. Marodeur Repetierer. Haben wir aktuell ausgerüstet. MKV, gerichtetes Schwebefeld. MK5. Maschinenpistole mit Salvenfeuer. Ist im Nachladen super, aber ein bisschen weniger Schaden. Wir bleiben also in der oberen Spitze, wie wir sind. In der unteren möchte ich mich dann doch ein wenig verändern.
Momentan haben wir die zuverlässige Schrotflinte. Wir könnten da aber auch noch was ändern. Und zwar die Präzisionsspitze. Scharfschützenähnliche Präzision. Aber eigentlich brauchen wir Sekundärfeuer ja so in der Form gar nicht wirklich. Das heißt, wir können da ein bisschen was verändern. Schienenbeschleuniger. Schafft vollautomatisches Gewehr mit tödlicher Präzision. Da können wir so gar nichts machen, warte mal, Moment. Da müssen wir doch aber eigentlich wieder die Möglichkeit haben. Ah, aber da können wir wenigstens eine Erweiterung auswählen. Setzt Projektile unter Strom. Wir können mal gucken, Moment, ob wir eine neue Erweiterung entsprechend herstellen können. Schadensboost, Munitionshilfe, Säurebad war uninteressant. Elektrische Aufladung haben wir. Setzen wir mal eine elektrische Aufladung rein. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das generell für beide Waffenarten gilt oder nur für die obere. Im unteren Tool, genau, können wir mal gucken, ob wir das einfach mal austauschen. Da könnten wir den Flammenwerfer reinsetzen. Explosive Kanister abfeuern wäre natürlich auch nicht schlecht. Telemetriebolzen, die haben natürlich wieder ordentlichen Schaden. Tesla-Kern, elektrisches Schweißen mit Starkstrom. Hydraulik ist halt wieder diese Nahkampfgeschichte. Ich glaube, dass ich Telemetrie, ich nehme mal die Telemetriebolzen und dann gucken wir mal, was wir hier kriegen. Schrotflinte, die Nieten abfeuert, ist relativ uninteressant. Maschinenkanone, die spitze Bolzen abfeuert. Oder ein halbautomatisches Sperrgewehr zum Aufspießen. Das finde ich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Beides dann in elektrisch. Wunderbar. So soll dann unsere Waffe aktuell sein. So, dann haben wir doch mal wieder unsere Waffe ein bisschen modifiziert. Und dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Steffel.